Komm mit. Geht das jetzt nach... Atreus, warte! Gehst du nach Mythen hin? Ich glaube nicht, dass er wartet. Das ist auch... So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Oha, die klingen. Sag's mir. Jetzt kommt die Chaosklinge. Sachen. Genau, na bitte, das geht doch. Jetzt haben wir die Chaosklinge am Start. Und? Was war das nochmal? Das war der war das für den Bifrost? Damit hatten wir doch den Bifrost aufgemacht, ne? Jetzt rüstet er sich richtig aus. Was? Rüstung und Ausrüstung verbessern Werte wie Abwehr. Damit Kratos Überlebenschancen steigen und Stärke, damit Kratos mehr Schaden verursachen kann. Rüstung. Also kann ich jetzt... Achso, da oben sieht man das. Okay, 5, 3, 3, 6. Hier geht Stärke hoch, Abwehr runter. Hier geht aber Stärke runter. Ah ja, okay. Ah, okay. Also haben wir die jetzt genommen. Die Brustrüstung. So, Armrüstung. Waffen auswählen. Drücken Sie L2, um Waffenmenü zu gelangen. Axtzusatz. Der wütende Stängel. Der ursprüngliche Waffenaxt. Und hier haben wir, okay, Stärke. Diese Waffe ist eine Art von Genialität. Okay. Jetzt müsste man rein theoretisch... Wertehilfe. Ah ja, okay. Da bin ich. Chaosklingen. Stahlgriffe. Okay, auch die können wir verändern, die Chaos klingt. Auch geil. Ist ja natürlich geil, ne? Und das Schild. Also könnten wir jetzt alles irgendwie anpassen. Schild, Zusatz haben wir nicht. Okay. Was die Rüstung angeht. Ah ja, kommen wir hier nochmal rein. Armrüstung haben wir nur die eine. Hüftrüstung haben wir nur die. Und Brustrüstung konnten wir jetzt auswählen. Okay, jetzt sind wir ausgerüstet. Danke, Kenzichke, für die viele Unterstützung. Bist du bereit? Geh. Jetzt bin ich gespannt. Was hat Atreus da für uns? Das ist Gold. Danke, Albana, für das Follow. Danke für das Teamherz. Behalte dein Kleingeld, du Dreckskerl! Das Gold weggeschmissen. Das war ein Goldstück, ne? Ein Goldstück für das kaputte Dach. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Oh, krass. Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Oh. Kommen wir hier rein? Ihr seht, es geht gleich weiter, ne? Es geht einfach durchgehend, es hört gar nicht auf. Irgendwas ist hier immer. Da hängt welche am Baum. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Das ist richtig. Es ist Gotterfahrung. Tierspuren. Wir müssen zum Tempel. Nicht ablenken lassen jetzt. Ich spiele natürlich Gothic weiter, meine Damen und Herren. Ah, so haben wir jetzt die Chaosklingen. Zielen mit L2 und drücken Sie R2, um Dornrangen zu entzünden. Ah, da haben wir wieder die guten alten Feuerwaffen. Schön, hier wo es so kalt ist. Fast bei der Brücke. Können wir ein bisschen Licht machen. Ah ja.
Die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Das macht so einen Spaß auch. Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Was soll ich runterziehen? Bitte. Das da? Ja. Was soll ich denn runterziehen? Was denn, was denn, was? Wo bist du denn? Atreus! Da, ah ja, ah, okay. Mit Kreis, okay. Mit Kreis heften sie Klingen an Hindernisse. Warum mache ich das dann nicht? Ach so, ah, okay. Man muss gar nicht zielen, man muss gar nicht zielen. Ich höre Geräusche. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Nächste! So, aber lass mal Pop. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Hehlräuber, okay. Ein Atreus bekommt auch Erfahrungspunkte, alles klar. Da muss ich also aufpassen, dass ich das nicht vergesse, den mitzuleveln. Habe ich gerade was da hinten gesehen? Nee, ne? Oh, Entschuldigung. Ich habe Viereck gedrückt. Und es hat ja da auf die Kiste schießen. Echt, das mit den Knöpfen kriege ich nicht hin. Vielen Dank für die vielen Likes. Auch wenn du nur kurz Zeit hast. Aber lange mache ich eh nicht mehr. Bruder, was war das? Bin eh gleich fertig. Und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja. Hier liegt auch ein Toter. Der hat Hacksilber verloren. Wo ist ein Atreus jetzt hingelaufen? Da lang, okay. Hinter dir! Vorsicht! Ah! Was habe ich jetzt gemacht? Ah, was ist denn das? Erledigt! Was war denn das? Warte mal. Ah! Ja, guck! Ah! Ah, auch da geht was! Albana, danke auch für die Likes. Vielen, vielen, vielen Dank. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt kommen wir hier durch. Immer Atreus vorneweg, ne? Der Vater lässt immer... Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesem Landen. Der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Ah, guck mal, so kann ich also hoch und runter gehen? Okay. Was guckt der jetzt so? Ah. Was hat Atreus vor? Will der... Nichts hat er vor, okay. So, jetzt bin ich unten, aber wie krieg ich jetzt Atreus? Achso, der kommt von alleine. Ah ja, okay. Eine Kiste! Ah, das ist schön. Das macht gut, das macht Sinn. Was ist das hier? Gibt's da was? Guck mal, hier umleuchtet was. Ah, es ist wieder so ein Tier. Lass mal in Ruhe. Die Fleischwanze bringe ich mal nicht um. Jetzt gehen wir hier rein. Sind wir jetzt am Tempel schon? Vorsicht! Die machen ja alle kaputt, die Typen, ne? Ja, 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 es macht halt Spaß, ne? Fähigkeitsform bereit. Oh! Tschüss, Kenzel, einen schönen Nachmittag dir noch. Fähigkeitsform bereit. Mit...
Danke für das Herz. Mit erwerben Sie Fähigkeiten, drücken Sie das Touchpad, um die Fähigkeiten zu öffnen. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ah ja, hier ist der Fähigkeitenbaum. Ja, okay. Ah ja, okay, abhängig von was will ich leveln? Chaoskling oder Atreus? Ja, guck mal, der hat was frei gemacht. Und jetzt kann ich hier... Ah, überlegen, was ich leveln will, ne? Jetzt kann man überlegen, was wollen wir dem hier leveln? Kratos Komposchlag für Schlag unterstützt, indem beide den gleichen Gegner ins Visier nehmen. Oder nach Momenten Ausschau, in denen er Kratos Angriffe fortsetzt und diese Kumpel weiter kann. Wir nehmen mal das, wenn es geht. Ach so, das haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Okay. Aber jetzt muss ich das nicht... Muss ich das nicht auch irgendwie lernen? Oder macht es das automatisch? Ich habe ja da oben EP 1300. Das muss doch... Die muss man doch irgendwie ausgeben, oder? Muss ich gedrückt halten irgendwie? Nö. Also offenbar macht er das jetzt auch mal automatisch. Ach, die grauen kann ich holen. Hier könnte ich überlegen. Klingen-Nahkampfangriffe gegen Eingefrorene richten zusätzlichen Schaden an. Ah ja, okay. Nachdem sie einen Gegner mit Hyperion-Zug durchbohrt haben, halten sie R1 gedrückt. Aber Hyperion-Zug müsste man jetzt erstmal lernen. Also wissen, wie es geht, ne? Drücken sie beim Zielen R1, um einen Gegner am Boden zu durchbohren. Na, ich nehme mal das hier. Kann man da was tun? Nö. Auch da kann ich jetzt nichts machen erstmal. Hier. Aha, da ist der Kaufknopf. Viereck. Axt, Nahkampfangriffe gegen brennende Gegner. Okay, dann gehen wir in die Chaosling rein und dann nehmen wir uns das mal mit. Erstmal passive Eigenschaften. Und hier, das ist jetzt Nahkampf. Wir machen so passiv. Ach so. Das war das Durchbohren. Halten Sie R2 gedrückt, nachdem Sie einen Gegner in eine Wurke durchbohrt haben. Wir machen mal hier. Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne gedrückt. Und drücken Sie R1 um einen Sprungdrehangriff. Oh, das kriege ich alles gar nicht hin. Halten Sie beim Sprinten R1, um mit der klingenden Hand auf Gegner zu springen. Das kann ich mir vorstellen. Halten Sie R1 gedrückt, um mit den Klingen in der Hand. Achso, das kann ich mir nicht mehr leisten. Na, okay. Atreus, gucken wir nochmal hier ganz kurz. Hier sehen wir, ist gekauft, dem können wir nicht. Okay. So, das kann ich also so machen. Na, okay, das werden wir uns gleich mal angucken. Warte mal, ich probiere das mal ganz kurz. Rennen. Ja, okay. Ja, okay, das kann ich mir merken. Das kriege ich vielleicht hin. Wenn ich mir das merken kann, bis zum nächsten Mal. Das ist natürlich dann... Das ist aber nicht so einfach für mich. So, da können wir auf jeden Fall offenbar... Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Da können wir uns also ranhängen, wie es aussieht. Oder wir können sie... wegreißen. So, da... Okay, was ist das jetzt noch? Ach so, aha. Okay, ah ja, wir können die hin und her bewegen. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Viele Events. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Wir müssen hoch, ne? Geht's noch höher? Achso, wir müssen jetzt hier rüber hüpfen, ne? Oder? Achso, wir müssen jetzt das Ding wieder... Ah, ja, okay. Nach links bewegen, ja. Okay. Ich verstehe den Hintergrund hier in der ganzen Sache. Deswegen könnte man den auch mehrmals anklicken. Was ist das jetzt hier? Jetzt können wir hier irgendwas... Ah ja, okay. Ah! Halten Sie L2 gedrückt, um zielen und drücken Sie R1 oder 2, um die Axt zu werfen. Jetzt muss ich da unten rein. Und jetzt kann ich das bewegen. Ja, okay. Jetzt können wir leider rüberrutschen. Ja, okay, ich verstehe das. Hier geht's, weiter geht's hier nicht, also müssen wir da rüberrutschen.
weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Okay, wir sind ja nicht mehr weit weg. Kann ich da, muss ich da hoch irgendwie oder was? Oder wo? Oder, wo muss ich hin? Hier rüber? Wo muss ich hin? Kann ich hier runter vielleicht? Ach, sie hat hier runter müssen, ne? Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Flammende Peitschen. Drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um die Chaosklinge mit Feuer zu laden. Ach so, ah! Anschließend können Sie mit R1 oder R2 einen Feuerangriff ausführen. Zu spät! Ach so. Vater, benutze deine Klingen! Verbrenn sie! Okay. Genau, der ist mal kaputt gleich. Oha! Das wollte ich gar nicht. So. So, machen wir die kleine Eier kaputt. Jetzt wird es aber ganz schön laut, meine Damen und Herren, finde ich. Krieg ich so nicht, ne? Krieg ich die so nicht oder was? Bin ich dafür zu tot? Jetzt haben wir sie. Ah ja, und vorhin habe ich Dreieck gedrückt gehalten. Da macht er das auch. Und wo kommt's denn? Da oben, ne? Kriegen wir die hier runter? Da sind meine Ketten zu kurz. Ah, die kriegen wir so nicht, okay. So. Okay, da waren die Ketten zu kurz. Wir müssen also hin und wieder mal wechseln. Ah, Andreas geht da oben hin. Da gehen wir mal kurz hier. Gucken wir mal, was hier unten noch liegt. Hier ist eine grüne Kiste. Ich habe interessanterweise, habe ich den Baum ausgerissen. Das war mir nicht bewusst. Also ich habe aus Versehen auf den Baum rausgerissen und auf den Gegner geschleudert. Aber ich glaube, mit Baldur hat man am Anfang mal irgendwann so einen Kampf, wo das ähnlich ablief. Achso, hier müssen wir durch. War das richtig? War richtig, ne? Okay, war richtig. Hier kommst du also am Anfang gar nicht lange. Musst du ja erst, wenn die Story soweit ist. Ist es nicht schön, dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedacht. Oh, da, guck mal. Oh nein. So, was haben wir denn da? Okay, hier haben wir was zum Lesen gerade gehabt. Guck mal hier. Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Okay, er hat, Kratos kann mittlerweile diese Runenschrift lesen. Da unten ist eine Kiste, die holen wir uns natürlich. Da hat Kratos also gelernt, wie wir sehen. Ja, ach komm, halt Mund, ey. Ja, laber nicht rum, ey. Eingefroren. Oha, was ist jetzt? Oha. Oha. Was war das? Ich war schnell tot, oder? Die hat mich eingefroren und ich konnte mich nicht mehr wehren. Das war ganz, ganz schnell. Was war das? Jetzt will man ganz kurz mal gucken. Wo bin ich jetzt? War das hier? Ne, wo bin ich denn jetzt? Wir sind hier durchgelaufen, ne? Achso, da, aha, okay. So schon mal nicht. Naja, nö, ich bin eigentlich nicht sehr schreckhaft. Was los jetzt, komm. Das mit der da unten, was war das jetzt? Dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen. Das war hier? Die haben wir ja gerade schon mal platt gemacht hier. Ach guck mal, die kommen auch gar nicht. Interessant. Und die Kiste hier unten, haben wir die jetzt offen? Die ist offen, guck mal. Ja, okay. Aber jetzt will ich trotzdem noch wissen, was das hier unten war.
Wie auch nicht. Irgendwas war an der Besonderes. Ja, die ist stark. Ah, guck mal. Den hab ich bisher gespielt. Die ist stark. Okay. Interessant. Okay, die war stärker als die anderen. Das war interessant jetzt, hä? Wir klettern. Gut. Klettern den Eisberg hoch. Hier hängt auch jemand. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Da oben wedelt eine Fahne. Und das nächste Bild des Kreuzes. Mister! Mister, ich will. Hinter dir, Bruder! Ich sehe die Gegner nicht! Ach, guck mal, jetzt ist der erste. Aha. Hinter dir, Vorsicht! Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr blocken, Alter. Nächste. Okay, wo ist noch was? Hier ist nichts mehr. Oh, bin schon wieder fast tot, guck mal. Das geht ja so schnell. Das geht ja so schnell. So, gehen wir hier rein oder was? Ah, guck mal, was ist denn das hier? Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Nee, warte mal, da hoch wollte ich noch nicht. Ist hier noch irgendwas? Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen da hochklettern, okay? Geht nicht weit, geht nicht anders weiter, okay? Na, zum Glück sieht man das immer, wo man hin muss. Kann der auch springen? Oh nein! Bruder! Water! Was ist das? Die Jägerin! Aha! Ein Hirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Liste! Löwe! Na, dann machen wir halt so. Erstmal, dann greifen wir die erstmal an, Jägerin. Okay, wir haben Rage, theoretisch. Deine Hörner leuchten. Vielleicht eine Schwachstelle. Ah, das. Danke, 8-Boy, für das Teilen. Okay, was mache ich jetzt mit den Hörnern? Dein Schild ist kaputt, Bruder. Bleib einfach in Bewegung, ja? Mein Schild ist kaputt. Warum ist mein Schild kaputt? Mit Rage komme ich ganz gut zurecht dann. Okay, die Rage, die ist noch nicht lange. Ah, jetzt habe ich die Hörner erwischt. Okay, danke Albana fürs dabei sein und einen schönen Nachmittag noch. Okay, jetzt haben wir die Jägerin kaputt. Jetzt haben wir den Bogen in dieselbe reingesteckt. Verdammt, Fimbul, Winterfreya, die Olbertors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Pirscherinnen. Runenangriffe. Sie werden an der Waffe gebunden. Okay. Leichter Runenangriff. Jede Waffe kann verschiedene Runen angelegt bekommen. Okay. Jetzt gucken wir mal, hier ist leer. Bis des Winters. Ah ja. Jetzt haben wir hier unten die Rune. Damals im ersten Spiel, da habe ich ja keine Rune angelegt. Da habe ich das total verpasst, wie das geht, ne? Verwendet die Runenangriffe 0 von 1. Drücken Sie. Die Medaillenaxt, okay. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie R1, um einen leichten Runenangriff auszuführen. Ah ja, okay. Jetzt klettern wir nochmal da hoch. Vater! Der Schild, den Mutter dir gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht.
Später. Okay, wir haben also kein Schild, Kopf, ne? Hier können wir rein. Wir haben kein Schild mehr, okay. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Machen wir das noch schnell zur Seite hier? Ah, geht nicht, okay. Das sollte helfen. Achso, falscher Knopf. Und Nachricht. Na also, los. Meine Damen und Herren, das gucken wir uns dann beim nächsten Stream an, wie es hier weitergeht. Obwohl, wir gucken uns das jetzt so kurz an und dann ist, machen wir Schluss für heute. Hier haben wir, okay, hier haben wir die nächste, da ist mit mir gewesen, oder? Habe ich da mit mir gelesen? Gelesen. Schau zu. Oh, das ist neu. Er lacht richtig. Hat sich richtig gefreut. Komm mit. Geht das jetzt nach... Atreus, warte! Gehst du nach Jötunheim? Ich glaube nicht, dass er wartet. Das ist ja auch so, nach Jötunheim gehen, oder? Danke, Milos, für das Follow. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten... Die Geheimgeschichten hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hati, den Wolfriesen. Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Das kommt mir bekannt vor. Da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gäbe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir. Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Na, was denn? Muss ich jetzt wieder durchgehen da? Ich gehe mal hier durch. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles.
Eine Walnuss. Das ist Riesenhandwerkskunst. Das ist aus der Nuss. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Okay. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Sindri hat immer Ideen. Meine Damen und Herren, ich speichere für heute. Und wir gucken hier beim nächsten Mal, wenn wir wieder God of War streamen, weiter rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend.